Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Händler. Sozusagen eine Händlersuche. Eiktö ist noch aktiv. Ich nehme die Folge gerade direkt nach der letzten auf. Ihr habt sie natürlich gestern gesehen. Aber ich mache hier gleich mal ein bisschen weiter. In der Hoffnung, dass wir zeitnah den Typen finden. Wir sind auf jeden Fall wieder im dunklen Wald. Ich würde jetzt gerne mal gucken, wo die Grenze ist. Also laufen wir mal hier so ein bisschen rechts lang. Was ich immer wieder vergesse, ich hatte es auch noch schon mal in den Kommentaren mit drin stehen. Ich hatte es zwar vorher schon rausgefunden, aber wir können mit Plus und Komma halt eigentlich auch die Karte einfach da oben, die Minimap, vergrößern und verkleinern. Aber irgendwie denke ich immer nicht dran und mache dann einfach die große Karte auf. Man kann ja zum Glück weiterlaufen beim Karte gucken. Deswegen ist das auch nicht unbedingt der schlechtere Weg. Wir sind schon wieder im Grasland. Ich möchte nicht ins Grasland, ich möchte in den dunklen Wald. Es soll auf jeden Fall so sein, dass der Händler wo relativ schnell auf der Karte markiert wird. Also wenn man noch ein Stück weit entfernt ist, ist auch gut so. Also wenn man jetzt hinter jeden Baum gucken müsste, dann würde das natürlich auch absolut keinen Spaß machen, gar keine Frage. Weil ich weiß nicht, wie groß der Radius ist. Hundert Schaden mit einem Schlag, ne? Gut, das war jetzt wahrscheinlich nur ein Glückstreffer. Oder der Finishing Move, ich weiß es nicht. So, das ist auch noch dunkler Wald. Sieht irgendwie auf der Karte überhaupt nicht nach dunkler Wald aus. Liegt wahrscheinlich, ach so, weil einfach gerade die Wolken drüber ziehen. Ah, das ist cool. Auch durch das Rumlaufen jetzt einerseits ist es etwas wieder entspannter. Nicht so Druck und Sumpf und hin und her und wir brauchen Eisen. Das macht mir echt viel Spaß gerade. Und andererseits können wir unsere ganzen Vorräte, was Bären und sowas angeht, auch mal wieder auffüllen. Vor allem Disteln brauchen wir ohne Ende. Wir sind wieder im Grasland. Das gefällt mir nicht. Jetzt wird es wieder dunkel. Könnten mal etwas zu essen nachlegen. Noch ein Fleisch und ein Pilz. Ein leckeres Pilz, da läuft es sich doch gleich viel schneller. So, Eiktür ist leider schon rum. Wir sind aber noch ausgeruht. Ich würde auch sagen, dass wir, sobald ausgeruht zu Ende ist, uns direkt nach Hause teleportieren. Eine Runde schlafen gehen oder uns einfach ans Feuer setzen. Um weiterzumachen. So, hier ist irgendwie schon wieder Schluss. Also so wirklich viel dunkler Wald ist hier nicht. Da unten hängen noch ein paar Pilze rum. Jetzt ist wieder dunkler Wald. Steht das schon immer so riesig da oben da? Wie kam mir das gerade so groß vor? Oder hat das was mit der Kartengröße zu tun? Nö. Weiß nicht. Ich würde sagen, wir machen mal den Spawner kaputt. ...0,4 Schaden, ey, übertreib's bitte nicht. Da mache ich mir in die Hosen. Na gut, wir lassen den mal. Was gab's denn jetzt? Gab's jetzt uralte Samen? Ja. So, ich laufe nochmal kurz hier hoch, damit wir das kleine Stück da auf der Karte noch entdecken können. Hier wird noch ein Dungeon sein. Wenn hier ein Skelett rumrennt, wahrscheinlich hier drunter. Muss ich mir jetzt aber nicht angucken, weil eigentlich gibt es auch nur Sortlingkerne dort. Davon haben wir aktuell noch genug und ich hatte ja auch den Tipp in den Kommentaren, wie man sich da was Gutes baut im Sumpf, um die zu farmen. So, also hier ist auch Schluss. Beziehungsweise ist schon aufgedeckt. Das heißt, wir laufen jetzt mal hier oben lang. Irgendwo muss der sich doch verstecken. Inventar geht noch. Wieder irgendein Skelett, was hier mit Pfeilen auf uns schießt. Markiert wurde er auf jeden Fall noch nicht. Bin echt mal gespannt, wie lange das dauern wird. Ob wir das zeitnah schaffen oder ob ich nach ein paar Folgen sage, jetzt ist gut.
Wir machen uns auf zum Knochenwanst. Karottensamen und noch mehr Karottensamen und Blaubeeren. Alles da. Was haben wir hier? Grauzwerge zum Kompendium. Seid gewarnt vor den Grauzwergen, die versteckt in den Schatten leben, doch ohne Seele sind. Geboren aus Verfall und Regen springen sie wie Pilze aus dem rauchenden Boden. Ihre Augen sind leer und ihre Lippen stumm, auch die Furchtlosen sollten vor ihnen zittern. Wenn die Seele eines Mörders in der Erde verrottet, entsteht eine Zyste, die Felsen, Holz und Moos anzieht. Sie formt Torf zu Fleisch, flechtet Schilf zu Knochen und macht Lumpen zur Haut. Wenn die Nacht heranbricht, läuft das, was nicht leben sollte. Sollte, wer auch immer diese Ruinen liest, ein Schwert zur Hand haben, so spieße er es auf und schneide er die sumpfige Zyste aus dem muttrigen Körper. Oder lasse er dies Wesen, das die Flammen fürchte, die lodernde Flamme spüren. Okay, aber irgendwas hat es uns ja jetzt markiert. Komm, mach das mal wieder weg. Aber was hat es uns markiert? Kupfer, Portal, Trolldungeon zu Hause. Hier ist ja auch nichts. Irgendwas, was wir in der Nähe. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Skelettspawner, das ist alles von uns. Das ist alles von uns. Krypte, Knochenwanst. Ich sehe bis jetzt noch nichts. Trollhöhle, Dungeon, Sumpf, Boot. Irgendwas hat es ja gerade markiert. Irgendwas stand ja da. Aber ich sehe es noch nicht. Ja, vielleicht fällt es uns später mal noch auf. Wenn ich nochmal drücke, kommt das nochmal? Nee, ne? Kommt bloß der Text. Irgendwas mit Kompendium oder so, ne? Ich habe es mir jetzt nicht genau gemerkt. Irgendwas mit Grauzwergen. Irgendwas, wo wir anscheinend unser Schwert reinstecken oder ein bisschen mit Feuer rumspielen sollen. So, wir sind auch hier am Wasser angekommen. Gefällt mir gar nicht. Ist die Frage, aber das Wasser, wir laufen einmal hier dem Bogen rum. Aber ich sehe auf jeden Fall nichts auf der Karte, was irgendwie markiert wurde. Muss mir das nochmal durchlesen. Nach der Folge schaue ich mir das nochmal in der Folge an. Irgendwas mit Grauzwergen. Wer weiß, was wir da vielleicht noch finden können. Also hier ist überall Wasser. Wir haben da noch ein paar Hütten. Vielleicht die nächste Bienenkönigin. Ich hoffe, so ein paar würde ich gerne noch finden. Ich meine, es geht zwar, wir kriegen relativ viel Honig raus. Die Sache ist, ich ernähre mich halt größtenteils mit Honig und Möhren, wenn ich diese ganzen Arbeiten an der Basis mache. Weil, wenn man da mal 3-4 Stunden arbeitet und in der Zeit halt nichts einsammelt, das verbraucht so extrem viel. Da brauchen wir irgendwas, was wir dauerhaft... Ja, Bienenkönigin! Was wir dauerhaft nachproduzieren können. Gib mir deine Bienenkönigin. Und noch Münzen. Nein, wir haben keinen Platz mehr. Jetzt haben die uns auch noch vergiftet, die Schweine. Wie lange hält denn das noch? 3 Sekunden. Sollten wir überleben. Gut, wir müssen mal ganz kurz Dings bauen. Warum habe ich jetzt... Nein, ich habe das Holz weggepackt. Ich bin manchmal auch echt doof. Gib mir mehr Holz. Gib mir Holz, gib mir Holz. Wie viel haben wir denn jetzt zusammen? 7 Stück, 3 brauchen wir noch. 1 2 Na komm. Und 3. So, jetzt sollten wir es bauen können. Perfekt. Einmal das. Das Ding hier daneben. Wir nennen es... Wie habe ich es genannt? Wie habe ich es genannt? Händler habe ich es genannt. So. Ist verbunden. Auf zurück. Ah, so ist das doch ein ganz cooler Weg. Dann können wir uns ganz schnell teleportieren, machen unser Inventar leer. Und auf geht's weiter. Ach, sieht das geil aus. Es ist einfach so viel Platz und hat jetzt so viel Potenzial, was Geiles zu werden. So, der Spaß hier raus. Der Spaß raus. Der Spaß raus. Zack, Leder. Hier haben wir noch ein paar Samen. So, bei Zutaten hatten wir die Distel mit drin. Huch, wollte ich gar nicht, das meinte ich. So, Harz.
packe ich nicht mehr in Kisten. Ich werfe das jetzt einfach immer alles hier rein. Und die Steine können wir noch loswerden. So, ach so, und die Bienenkönigin. Wir packen die mal ganz schnell bei wertvoll mit rein, weil für mich ist die ganz schön wertvoll. So selten, wie wir die finden. Und das. So, weiter geht's. Nicht viel Zeit vertrödeln. 10 Minuten ausgeruht haben wir noch. Das haut auch hin. Da brauchen wir uns jetzt nicht nochmal hinsetzen. Passt eigentlich ziemlich genau, weil die Folge noch roundabout 10 Minuten ist. Oder lang geht. So, was haben wir denn hier noch? Ein bisschen Honig? Da oben auch? Kriege ich das noch? Give it to me. So. Zack. Und... ach ja. Manchmal bin ich halt auch doof. Stell sie doch hin. Danke. So, noch schnell den Löwenzahn gepflückt. Wo wir uns damit mittlerweile, glaube ich, bewerfen können. Vielleicht noch eine Bienenkönigin? Da oben schwirrt was. Jawohl, geil. Jetzt läuft's aber heute. Vielleicht 2 neue. Bam. Ja, ihr könnt mich ruhig vergiften. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. So, haben wir. Ich weiß, wir sind gerade im Grasland unterwegs. Nicht wirklich im dunklen Wald, aber wir müssen... als Ziel ist ja auch einfach, alles hier ein bisschen aufzudecken. So, haben wir hier noch ein Nest? Nö. Federn, Dings, Fackel, ein Bettchen. Lassen wir aber alles stehen. Ich würde jetzt einmal ganz gern das Ufer lang laufen, dass wir auf der Karte wirklich sehen, wie viel, wo Festland ist und wo Wasser ist. Und wenn das erledigt ist, suchen wir dann so das innere Zeug ab. Da ist dann Schluss, da hinten kommt anscheinend noch eine Insel. Hey, kleine Nixe. Einmal. Ich habe es jetzt in letzter Zeit immer sehr, sehr oft, wenn wir 2 Nixen auf einmal sehen, dass die erste gar nichts droppt und die zweite dann erst was, obwohl wir jetzt 2 haben, aber ist auf jeden Fall sehr oft passiert in letzter Zeit. So, wir sind wieder im dunklen Wald. Sehr gut. Also hier ist dann auf jeden Fall Schluss und das wird wahrscheinlich bis hier runter gehen. Also können wir das ganze Gebiet noch in Ruhe erkunden. Wir laufen es jetzt mal noch schnell ab und schauen uns dann mal den inneren Teil an. Ich werde mich nach der Folge nochmal belesen, aber so wie ich es in Erinnerung habe, wird der Händler definitiv automatisch markiert. Also wir müssen nicht irgendeinen Stein oder sowas finden. Dann sobald wir da in eine gewisse Nähe kommen, sollte es auf der Karte Bling machen. Beziehungsweise wird es markiert. Weiß nicht, ob wir jetzt eine riesen Info darüber kriegen oder ob wir es dann einfach irgendwann sehen. Also ab und zu mal auf die Karte schauen, lohnt sich. Aber ich denke, ich werde nach der Folge nochmal kurz googeln, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass das hier alles für umsonst ist. Das ist auch schon relativ lange her, ich glaube fast mit die Anfangszeit, wo ich das gelesen habe. Nicht, dass sich da vielleicht auch update-technisch was verändert hat. Kann ja natürlich auch passieren, dass die Entwickler sich vielleicht gedacht haben, hey, wir müssen es den Leuten ein bisschen einfacher machen. Wir müssen jetzt nur noch 4-mal nach vorne laufen, 2-mal zurück und 3-mal in 90-Grad-Kurve pupsen und auf einmal ist der Händler da. Man weiß es nicht. So. Also, wir sind auf jeden Fall hier am Ufer. Wir kommen jetzt wahrscheinlich gleich hier runter. Hier unten an. Dann schauen wir uns das ganze Innere mal noch an und dann mal gucken. Hier ist auch Wasser. Ich denke mal, hier wird auch Schluss sein. Und dann haben wir eigentlich fast überall Wasser drumherum. So kann es durchaus passieren, dass der Händler hier nicht auf der ersten Insel sozusagen ist.
Es wird schon wieder dunkel. Naja, 5 Minuten haben wir noch die Zeit. Laufen wir hier noch ein bisschen rum, dann geht's erstmal wieder nach Hause. Jetzt wird die nächste Folge dann neu ausgeruht. Mit einem schönen Sonnenaufgang starten können. Ja, jetzt bin ich schon wieder zu weit drüben. Müssen noch mal etwas weiter hier drüben lang laufen, dass wir wirklich das Wasser komplett markiert haben. Will nicht irgendwo noch eine Stelle haben, wo wir uns dann unsicher sind, ob es da nicht vielleicht doch noch weitergeht. Ich habe halt den Seed Life is Play einfach genommen. Also ich habe mir keinen rausgesucht, ich habe keinen Zufalls generieren lassen. Habe einfach Life is Play reingeschrieben. Sprich, ich kann da auch nirgendwo nachgucken, wo sich da was befindet. So, wir haben es geschafft. Wir sind wieder hier, wo wir schon waren. Also können wir jetzt hier in Ruhe mal das ablaufen. Ich würde sagen, wir laufen so Längslinien, also so hier. Einerseits ist hier Grasland, hier wird es eh nicht sein. Hier vorne müsste doch... Ne, das war alles Grasland, aber irgendwo hier wird bestimmt auch noch dunkler Wald sein. Ja, dann können wir zumindest sagen, dass wir unsere erste Karte, also unsere erste Insel, durch die hier, komplett aufgedeckt haben. Wir haben zumindest die Sicherheit, dass er nicht hier ist. Ist dann halt nur die Frage, wo wir als nächstes hinmachen. Entweder hier unten... Denk mal hier ab, wo hier ist auch schon wieder Wasser und hier auch. Weiß nicht, ob das nur eine kleine Insel ist. Aber ansonsten müssen wir früher oder später das Boot wiederholen. Weil sonst wird's ja Mist. Wir können ja schlecht andere Inseln erkunden ohne Boot. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar Bronzenägel. Wir könnten bestimmt auch ein neues bauen. Muss ich dann mal schauen, wie unser Inventar aussieht. Ob wir uns das so easy peasy leisten können. Weil dann wäre mir das schon lieber als das Boot wiederholen, weil das dauert halt einfach wieder extrem lange. Müsste Bootportale geben. Aber das scheint doch größtenteils Grasland hier noch zu sein. Ja, schade. Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass er hier auf der Insel ist. Dass wir ihn irgendwo hier finden. Aber die Hoffnung habe ich gerade verloren. Meine Hand schläft ein. Auch eklig. Ein bisschen Musik wäre schön. Also ich glaube, wir finden ihn hier nicht mehr. Wir laufen aber das Stück noch ab, damit es halt aufgedeckt ist. Und dann mal schauen, wir könnten hier oben dann nochmal gucken, aber ich glaube, hier wird schon... Ah, hier kommt überall Wasser. Ah, wir verbessern zumindest auch unsere Sprintenfähigkeit. Jetzt in den nächsten Folgen. Oh, Zwergenschamane. Da sind wir im Grasland und hier kommt ein Schamane. Wie kann denn das sein? Hat sich anscheinend verlaufen, der Gute. Eiktür wäre auch schon wieder bereit. Aber da lohnt jetzt nicht kurz vor Folgenende. Starten wir dann nächste Folge mit. So, also hier ist auch nichts weiter. Außer ein bisschen Zinn. Können nochmal schnell hier reingucken. Wieder ähnliche Sachen, wie wir schon in der letzten Kiste hatten. So, na dann laufen wir jetzt noch kurz ein Stück vor, dann bauen wir uns schnell das Portal. Beziehungsweise wir bauen uns jetzt schnell das Portal. Immer diese unebenen Flächen hier. Komm, zack. Und Portal. Und wir nennen es Händler. Achtet das Ding auf Groß- und Kleinschreibung? Scheint so. Jo, jetzt.
machen uns zurück, wir machen die Kisten noch schnell voll und das Inventar leer. Und wenn das erledigt ist, machen wir erstmal Folgenende. Ja, und dann werden wir nächste Folge mal noch das kleine Stück hier erkunden. Und dann mal schauen. Hier ist überall Wasser. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen Glück. Und wenn nicht, dann müssen wir uns doch wohl erstmal um ein Boot kümmern. Und die nächste Insel besuchen. Na gut, ich mache das außerhalb vom Video, dass ich euch damit nicht langweile. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut.